So, vielen Dank fürs Abnehmen. Ne? Na Mensch. Was geht? Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Neben dir wirken wir armselig. Ach Geld, was komm. euch gut dasteht. Mach dich mal nicht runter. Aha, was haben wir denn hier? Einen kleinen Schatz. Arcade Only? Eine antike Spielhallenmarke. Kann es sein, dass es bedeutet, dass diese Liste bedeutet, dass wir vier Schätze tatsächlich schon übersehen haben, da der direkt darunter steht? Könnte fast sein. So, aber Infos gibt es irgendwie keine mehr. Token for Arcade Only, no cash value. Steht auf beiden Seiten natürlich dasselbe. Ja, siehst du mal, ganz, ganz alte Spielhallenmarke. Ja. Alles klar, ist natürlich jetzt nicht schlimm, dass wir vier Schätze nicht gefunden haben. Ich gehe eh nicht davon aus, dass ich alle Schätze sammeln werde. In der kompletten Nathan Drake Collection hatte ich ja bisher nie die Motivation oder den Anreiz, alle zu sammeln. Mal gucken. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Ja, ich habe alles. Nächstes Mal jemand anderes. Wir brauchen keine Pause. No sleep, no gain. No pain, no gain. Nee, das ist ja falsch. No sleep, no gain, das ist ja Quatsch. So, also wir haben eine vollständige Lieferung, habe ich gehört. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ach so, ja. Ja, klar. Der Chef macht es einfach selber. Danke. Sieh dir das an. Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, 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 nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Danke. Oh, Nate, kein Bock auf Party. Kupfer. Ja. Passiert. Hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Ich habe ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich habe Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt nicht locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue, der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal, dieser Kontakt von dir, hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate, mit dem Geld hätten wir ausgesorgt. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich ändere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen, oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Mach ich. Kein Druck, ne. Aber denk drüber nach. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Ja, aber ein Blick wert ist es halt dann irgendwie doch, oder? Kann man ja wohl kaum anders sagen. Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Das wäre ein Wahnsinnsfund.
Na, wenn dich da mal nicht doch der Fund reizt, hä? Sei doch mal ehrlich, Nate. Sei doch mal ehrlich. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Oh, in die werden wir nie bergen, Akte. Ist das ja unser kleines, aber feines Zuhause, oder was? Ja, wir führen ein normales Leben, meine lieben Freunde. A normal life. So ist das nun mal. Wir sind nicht mehr im Gefängnis und führen einfach ein normales Leben als Bergungsarbeiter. Ja, warum eigentlich nicht? Eine spanische Dublone aus einem deutschen U-Boot. Mitten im Dschungel. Wer hätte das gedacht? Ist das nicht die aus Teil 1? Schon, oder? Ah. Schön, oder? Ha. Die spanische Dublone, als Sully angeschossen wurde und fast gestorben ist. Sir Francis Drake opfert sich für Sully. Was haben wir denn da drin? Ein Foto von uns drei. Ebenfalls aus Teil 1, dieses schöne Foto. Oh. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gern haben, Elena. Schön, schön. Das ist wirklich schön. Ah, oh, fein. Lauter schöne Erinnerungen, ne? Was haben wir hier? War hier nicht noch irgendwas? Ah ja, hier. Ich hab mal deinen großen Bruder bestiegen. Ja. Ah, schön. Und nur ein kurzer, knackiger Kommentar, so soll es doch sein, oder? Ist das nicht auch, ist das nicht die Jacke aus Teil 2? Wie auch die Statue. Der Wink daran zumindest. Yep. Eines der seltsameren Dinge, die ich gesammelt habe. Sehr cool, dass hier so ein paar alte Sachen tatsächlich rumliegen. Das finde ich sehr nice. So ein paar schöne Erinnerungen tatsächlich an die Zeit, die wir hatten. Das ist nett gemacht. Auch interessant, sobald man es einmal angeguckt hat, können wir es nicht wieder angucken. Also dann sind die Infos alle tatsächlich rum. Hauptsache, ich kann den Stuhl bewegen. Yeah, Realismus. Cool. Leute, der Ingame-Sound ist per se sehr laut. Ich kann nichts dafür, dass die Stimmen im Spiel so leise sind. Das ist, bei wie vielen Spielen ich das kritisieren muss. Es ist extremst laut. Ich muss bei mir auch meinen Soundblaster auf fast 50% stellen. Normalerweise ist er 25. Es ist halb so. Ich kann das selber nicht mehr großartig laut machen. Weil ansonsten bei den Schuss- und Actionsequenzen fliegt euch dann das Trommelfell raus. Das geht wirklich nicht. Shambhala. Shambhala. Das war Teil 2. Ne? Unser guter Tenzin, das war schon echt, das war ein richtiger Badass. Der Typ war richtig cool, Mann. Unsere schöne Zeit in Shambhala, als er uns das Leben gerettet hat. Und wir dann unglaubliche Höhlen durchforstet haben. Für dieses Zeug sind so viele Männer gestorben. Sind das nicht diese Teile, wonach sie her waren, in Teil 2? Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine aber, das soll das darstellen. Sir Francis und seine raffinierten Rätsel. Das war ein geiles Rätsel, ich erinnere mich, ja. Das Ding so zu drehen, dass wir das Rätsel lesen konnten. Ah, schöne Sache, ey. Ach, ist das cool, dass das hier alles rumliegt. Du machst hier quasi gerade so eine kleine
Zeitreise durch deine Vergangenheit, was du schon alles erlebt hast. Das ist doch geil, oder? Oh, schön. Das nächste Foto. Das gucken wir uns lieber nicht an. Denn das ist mit Sicherheit ein Foto von unserem Bruder Sam gewesen. Denn und ich glaube, das will er nicht mehr sehen. Das ist nämlich auch seine Jacke und natürlich da auch das Kreuz. Ja, danke für nichts, Dismas. Hm. Ach komm, jetzt gib dem Dismas mal nicht die Schuld, ey. Ach ja, das war schon ziemlich bitter. Tja. Das waren jetzt unsere Bleibsel aus den letzten Teilen und das waren die Bleibsel von jetzt. Quasi. Das war eine verrückte Nummer. Der Royal Inn. Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben, nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße, unsere Chloe. Das war auch eine Wahnsinnsbraut. Die Chloe. Was ich sehr schade fand, dass man, als man sich von Chloe in Teil 3 getrennt hat, nichts mehr das gesamte Spiel von ihr zu sehen war. Das fand ich sehr, 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 sehr schade tatsächlich. Ein kleines Herzchen war noch dabei von der Chloe. Ist das schön. Leider kein Foto. Wirklich mein Ziel. Ach ja, das sind doch coole Gürtelschnallen, oder? Ach man, diese Vergangenheitsreise feiere ich gerade übelst des Todes, ey. Ich glaube, du könntest einen ganzen Tag damit verbringen, irgendwelche Schätze dir anzugucken, die Nate in seinem Leben schon gesammelt hat. Ja. Und was haben wir hier Lustiges? Was ist denn mit Nate los? Alter, du warst wohl ziemlich lange nicht mehr unterwegs, kann das sein? Schwarze. Ich glaube, der Nate ist ein bisschen durch. Was zum... Der Junge ist ja vollkommen durch. Kann weitergehen. Was ist denn nur los mit ihm? Und das frisst Plastik. Frisst Plastik. Alles klar. Wie ein Profi. Scheiße, wir brauchen Munition. Wir sind in Gefahr. Schnell, versteck dich. Am besten hinterm Drehstuhl. Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Hier, nimm Deckung. Scheiß auf den Globus! Schieß! Yes! Ja, bin gleich da. Lass dich nicht überrumpeln, Nate. Lass dich nicht verarschen. Tschüss! Okay, schnell, weiter. Versteck dich, Nate. Ja, schnell, nimm die Munition. Da hinten ist der Riesengorilla. Yes! Und auf der anderen Seite. Oh, fuck, da oben ist noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Weiter. Ja, aber da oben. Yes! Ich kann's noch. Ich hab's immer noch drauf, Baby! Ha, nehmt euch ein Beispiel an mir. Kein Problem für den King. So, ich glaube, unser kleines Abenteuer ist vorbei. Oh, hier ist tatsächlich noch Munition. Alles klar, Elena, willkommen zum Essen. Cool gemacht, schönes Achievement. Warte mal.